Wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse 2012 am Hotspot Professional and Scientific Information. Unser heutiger Gast kommt vom Niederrhein an den Main, genauer gesagt aus Krefeld, die Firma Remas Publishing Services. Ich habe hier den Geschäftsführer Marc Remas. Schönen guten Tag, Herr Remas. Guten Tag, Herr Jakobs. Herr Remas, was bietet Ihre Company hier auf der Buchmesse? Ja, wir als Verlagsdienstleister bieten Lösungen für die Verlagsherstellung insbesondere. Und zwar durchgängig, letztendlich von der Erfassung der Daten beim Autor bis hin zur medienspezifischen Verarbeitung in Richtung Print oder auch elektronische Medien. Und da begleiten wir alle Detailprozesse, unter anderem, das ist ein Schwerpunktthema dieses Jahr, die Korrekturprozesse. Korrekturprozesse, was muss ich mir darunter zum Beispiel vorstellen? Ja, das, was ein Autor mal initial beim Verlag einreicht, ist ja meistens nicht das, was dann auch letztendlich so gedruckt wird, sondern da wird ja schon noch ein bisschen dran rumkorrigiert. Sofern das der Autor nachträglich tut, nennt man das Ganze Autorkorrektur. Aber auch der Verlag hat natürlich hier noch Informationen einzubringen oder auch zu verändern. Und das muss ja irgendwie in die Daten rein. Und das sind die Korrekturprozesse, die dafür letztendlich verantwortlich sind. Und da ist früher sehr viel auf dem Papier passiert. Nach wie vor ist das auch noch so. Da kann man vieles optimieren. Und wir bieten hier Lösungen an, unter anderem in Verbindung mit der Firma Wacom, Möglichkeiten, das eben digital ohne Medienbruch zu realisieren. Und trotzdem nachvollziehbar, dass man nachher noch weiß, wer welche Korrekturen ausgeführt hat, was immer wichtig ist. Absolut, völlig richtig, ganz, ganz entscheidender Punkt. Da gibt es Möglichkeiten. Eine bekannte ist auch der Acrobat Reader von Adobe, über den das, sofern es digital passiert, eben auch nachvollziehbar ist. Aber auch in entsprechenden Produktivsystemen wie InDesign oder auch Microsoft Word kann ich auch Korrekturverfolgung machen und dann einsehen, was da wer auch immer gemacht hat. Ist das jetzt der Bereich, das Thema Korrekturen, wo es die größten Entwicklungen gibt in diesem Jahr? Oder was ist aus Ihrer Sicht so das Highlight Ihrer Firma? Was ist für Sie wichtig, das, was Sie gerne herausstellen würden? Ja, herausstellen möchte ich nochmal unsere Cloud-Lösung. Cloud ist ja auch ein Thema in vielen Bereichen. Und wir bieten unseren Kunden jetzt auch relativ neu die Möglichkeit, Anwendungsprogramme, die Sie für ein Projekt oder auch bestimmte Prozesse benötigen, die eben nicht sich anzuschaffen, zu lizenzieren, zu installieren, sondern über unseren Citrix-Server zu beziehen, das heißt über Web-Technologie einzuspielen ins eigene System und damit produktiv zu arbeiten. Also ich denke, das ist ja in vielen Bereichen ein Trend und den kann man auch in der Verlagsherstellung durchaus nutzen. Und ist auch wasserdicht, was die ganze Lizenzierung angeht? Das ist ja mal ein großes Thema in dem Bereich. Ja, also es gibt je nach Hersteller sehr unterschiedliche Lizenzmodelle. Microsoft hat die sogenannte SPLA-Lizenz. Da können Sie wirklich monatlich bei uns dann sagen, ich möchte ein Microsoft Office-Paket für 2 oder 3 Monate haben, zahlen dann, ich will jetzt nichts falsch sagen, ich glaube 15 Euro pro Monat, pro User. Ja. Und wenn das Projekt gelaufen ist und Sie diese Lizenz nicht mehr benötigen, dann sind die auch wieder weg. Ja. Ja, das heißt, keine hohen Investitionen. Adobe jetzt zum Beispiel als Produktivsystem mit InDesign sehr bekannt, bietet das so noch nicht. Ja, die haben ihre eigene Cloud-Lösung, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also es, natürlich muss das lizenzrechtlich sauber sein, das ist völlig klar. Ja. Also es tut sich eine Menge. Was ist Ihr Eindruck hier von der Buchmesse? Wie ist die Resonanz von Seiten der Verlage? Ja, erster Tag heute. Es war schon recht viel los. Wir hatten viele Termine und machen auch Vorträge am Stand. 2 Stück und die sind immer sehr gut besucht. Positiv, die Resonanz für den ersten Tag. Sind es vor allem die kleinen Verlage, mit denen Sie zusammenarbeiten oder haben Sie auch schon einige große Namen an der Angel? Nein, dazu sind auch große. Also kann man auch erwähnen, den Haufe Verlag als großen. Wir arbeiten auch für den Springer Verlag, Heidelberg. Also sind auch die Großen dabei. Aber das ist nicht zwingend unsere Zielgruppe, sondern wir haben eben auch die eben angesprochenen Lösungen eignen sich eben sehr gut auch für kleine mittelständische Verlage. Das heißt, eine Menge Potenzial und die aktuelle, ja, ich sage mal, etwas unsichere wirtschaftliche und finanzielle Situation in den europäischen Märkten, von der kriegen Sie momentan noch nicht so viel mit, vermute ich mal. Das würde ich so nicht sagen.
Preisdruck, gerade im Bereich der Produktionsleistung, was ja auch nach wie vor unser Brot- und Buttergeschäft ist, ist schon sehr hoch. Da haben wir schon mit vielen Mitbewerbern auch international zu kämpfen. Aber wir hoffen eben durch innovative Lösungen, über die wir ja gerade gesprochen haben, da weiterhin uns gut zu positionieren. Das klingt gut. Wir drücken ganz doll die Daumen, Herr Remers. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren und Ihnen eine erfolgreiche Buchmesse und ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Danke. Vielen Dank. Herr Remers. Danke. Tschüss.